Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute, die Taping-Termine stehen an, denn in der WrestleMania-Woche kann man so gut wie nichts aufzeichnen. Der Thunderdome muss ja irgendwie mal abgebaut werden. Da ist also eine ganze Menge Chaos vorprogrammiert. Ansonsten haben wir einiges an Verletzungen heute und ja, vieles, vieles mehr. Deswegen, auf geht's! Heute beginnen wir mit einem sehr lustigen Tweet. Und zwar habt ihr alle mitbekommen, dass es ja das Match zwischen Alexa Bliss und Randy Orton bei Fastlane gab. Und Alexa hat, wie ich ja auch schon in meiner Review gesprochen habe, Randy Orton auf einfach eine wunderschöne Art und Weise zum Schluss gepinnt, indem sie in der klassischen Reiterposition über Randy Orton saß. Und wer das gar nicht so schön fand, wie vielleicht der ein oder andere Zuschauer, war die Frau von Randy Orton. Die schrieb nämlich über Twitter an Alexa Bliss, dass sie ganz schöne Scheiße gebaut hat. Und die scheint also nicht ganz so überzeugt gewesen zu sein von diesem Pin. Auch mal was Lustiges. Aktuell hat er bei New Japan Pro Wrestling Will Ospreay seine Frau Bea Priestley mit an seiner Seite. Allerdings muss das nicht heißen, dass das noch allzu lange auch so bestehen bleibt, denn der Vertrag von Bea Priestley bei New Japan Pro Wrestling läuft demnächst ab und aktuell hat sie noch keinen neuen unterschrieben. Dann ist natürlich die Frage, bleibt sie dann da und unterschreibt doch noch einen neuen oder geht sie zu einem der anderen Promotions, denn natürlich hat sie schon einen relativ großen Namen in den Indies ja dadurch bekommen und könnte jederzeit zu jeder anderen Wrestling-Promotion wechseln, wo sie will. Dann gab es ein sehr interessantes Video, was im Internet kursierte, und zwar sehen wir Vince McMahon, der natürlich mit seinen 75 Jahren alt und zerbrechlich wirkt, wie unser US-Präsident. Hat er nicht gesagt? Nee, natürlich nicht, denn Vince McMahon ist immer noch in extrem guter Shape und wir sehen in einem Video, wie er einfach mal ein schön aggressives Beintraining durchzieht. Also ja, der ist einfach immer noch hart am Trainieren und zieht immer noch durch. Hoffen wir mal alle, dass wir alle in diesem Alter immer noch so krass dabei sind. Dann nochmal ein Update zu der Sache mit Andrade. Der hat ja nach seiner Entlassung gebeten und diese auch eigenartigerweise bewilligt bekommen. Das heißt, Andrade und die WWE gingen in verschiedene Richtungen. Und das Interessante hierbei ist, dass Andrade in seinem WWE-Vertrag keine 90 Tage Non-Compete-Klausel hatte. Das heißt, dass Andrade jederzeit ab sofort irgendwo in einer anderen Promotion antreten kann. Das ist anders als bei den Leuten, die zum Beispiel im letzten Jahr entlassen wurden. Die mussten ja alle nochmal 90 Tage auf der Bank sitzen und durften erst dann zu weiteren Promotions wechseln. Aber bei ihm ist das nicht so, also Feuer frei. Dann gab es Infos zu Mustafa Ali und der Retribution. Denn bei Fastlane hat sich ja die Retribution gegen Mustafa Ali gestellt und somit brach diese Gruppierung vorerst auseinander. Und eigentlich war der Plan, das Ganze bei WrestleMania passieren zu lassen. Es gibt nur ein Problem, was ich hier in den News schon angesprochen habe. Und zwar tritt ja Mustafa Ali aktuell verletzt an. Der hat sich ja sein Kreuzband gerissen und tritt seitdem aber trotzdem noch an. Aber das Problem wird ja einfach dadurch nicht besser. Deswegen hat man jetzt entschieden, dass man ihn zu Fastlane dann rausnimmt, um ihn dann auch operieren zu lassen und natürlich dann auch genesen zu lassen. Denn, wie gesagt, es wird ihn nicht besser, nur wenn du mehr wrestlst. Also von daher hat man jetzt also Ali schon ein bisschen eher aus den Shows genommen mit diesem Split denn schon bei Fastlane. Vielleicht ist es den einen oder anderen aufgefallen, es gibt mal wieder ein schönes Soundfile. Und zwar, wenn Braun Strowman anfängt, durch die Arena zu stürmen wie ein Zug, dann hat die WWE sich entschlossen dazu, ein wirkliches Choo-Choo-Geräusch einzufügen. Was sicherlich für den ein oder anderen Fünfjährigen super unterhaltsam ist. Dann haben wir noch eine Verletzung und zwar von Pac. Dieser hat sich nämlich bei Revolution am Knöchel verletzt und fällt deswegen jetzt auch einige Zeit aus. In der aktuellen All Elite Episode wurde er schon im Death Triangle durch Laredo Kid ersetzt, der auch seit langer Zeit mal wieder bei All Elite eingesetzt wurde. Wie lange Pac jetzt allerdings ausfällt, weiß ich noch nicht. Und zum nächsten Verletzung, obwohl ich den ja auch schon angesprochen habe, Danny Burch hat sich ja an der Schulter verletzt und da wurden natürlich auch noch weitere Untersuchungen gemacht
und er fällt jetzt auch erstmal aus. Und damit verbunden mussten Oney Lorcan und Danny Burch die NXT Tag Team Titel abgeben, die also ab sofort wieder vakant sind. Und dann hatte ich ja in der letzten News-Ausgabe auch über Charlotte gesprochen, die ja von allen möglichen WrestleMania-Werbungen runtergenommen wurde und ja jetzt auch an Covid-19 erkrankt ist und damit jetzt ja auch erstmal in Pause ist. Allerdings hat Andrade getwittert, dass sie nur noch ein paar Tage in Quarantäne bleiben muss und sich auskurieren muss, was Covid-19 angeht, und danach hoffentlich auch wieder auf WrestleMania-Poster gesetzt wird. Das könnte natürlich jetzt Aufschluss dazu geben, dass man vielleicht doch Charlotte bei WrestleMania einsetzen möchte, aber halt aktuell noch nicht so genau weiß, wie. Trotzdem kann es passieren, also nur weil sie jetzt da erstmal weggenommen wird, heißt es nicht, dass Charlotte jetzt komplett gar nicht mehr eingesetzt wird. Muss man halt jetzt auch alles abwarten, wie da der weitere Plan ist. Dann gab es Infos zu den WrestleMania-Tickets, die gingen ja an den Start und das ist sehr interessant, obwohl nicht weiter überraschend. Denn die meisten Leute, die für WrestleMania Tickets geholt haben, haben sich für beide Tage die Tickets geholt. Du könntest das ja machen, ist ja nun mal egal, ob du für den ersten oder für den zweiten Tag das WrestleMania Ticket holst. Aber nahezu alle Leute, die Tickets bestellt haben, haben natürlich sofort ihr Ticket für beide Tage geholt. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich nahezu die gleichen Leute an beiden Tagen sehen. Und das ist ja auch okay, mindert zumindest so ein bisschen das Risiko. So, und dann gibt es noch ein Update zum Thunderdome, denn da gibt es natürlich auch jetzt wieder so ein paar kleine Probleme. Denn wir wissen ja schon, dass die WWE mit ihrem Thunderdome im Tropicana Field, wo sie ja aktuell sind, auf jeden Fall raus müssen. Und das Ganze kommt jetzt natürlich auch noch schneller, als man das gerne hätte. Denn man wird am 3. April damit anfangen, den Thunderdome in der aktuellen Arena abzubauen. Und das heißt natürlich auch, dass die Episoden, die danach kommen, nicht sofort im nächsten Stadion im Thunderdome stattfinden können. Also muss man nicht nur die Smackdown-Episode vor WrestleMania, sondern auch die Raw-Episode vor WrestleMania aufzeichnen. Damit verbunden ist der Plan, dass man nächste Woche, also Montag, erstmal klassisch Raw live ausstrahlt. Am Dienstag wird man dann aber Teile von der Hall of Fame aufzeichnen und man wird die Raw-Episode aufzeichnen für die Woche drauf. Am Donnerstag dann nächste Woche wird man den restlichen Teil für die Hall of Fame aufzeichnen und schon mit den Smackdown-Tapings beginnen und an dem Freitag drauf dann ebenfalls die beiden Smackdown-Episoden, die dann an dem Freitag, also nächste Woche, und an dem WrestleMania-Freitag ausgestrahlt werden. Dann ist zumindest alles soweit im Kasten, damit man in der WrestleMania-Woche dann mit dem Thunderdome umziehen kann, weil das dauert ja nun mal eine ganze Weile, ehe man den abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut hat. Und auch da ist natürlich immer noch nicht bekannt, wird der Thunderdome denn so wie er jetzt besteht, auch in der nächsten Halle aufgebaut oder schafft man es da zumindest mit einem bisschen Publikum zu arbeiten? Auch hier erstmal noch keine Infos dazu. Trotzdem also ganz schön straffer Zeitplan jetzt hier für die nächsten Wochen. Soweit auf jeden Fall erstmal das News-Update für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten natürlich gerne Abonnent werden oder Kanalmitglied werden. Dann gibt es nämlich noch Exklusivvideos, die du auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Und dann war es das erstmal für heute. Macht nicht mehr so dolle. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.